Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist erschreckend, wie Linkspartei und Grüne bei dieser Debatte volkswirtschaftliche Vernunft, Interesse der Menschen, Notwendigkeiten, die aus Technik und Naturwissenschaften kommen, unterbuttern und ihre eigene Ideologie über alles stellen. Das Erneuerbare Energiengesetz verursacht Kosten derzeit jährlich von 24 Milliarden Euro. Ein Wohlstandsverbrauch, der jedes Jahr auf den Verbrauchern, auf den kleinen Leuten ausgetragen wird. Und jeder weiß, wenn wir jetzt aus der Braunkohle aussteigen, so wie es in den Anträgen steht, die jetzt hier verabschiedet werden sollten, wird diese Summe sofort auf 30 Milliarden Euro pro Jahr steigen, und das für mindestens 20 Jahre, meine Damen und Herren. Das Kölner Institut für Wirtschaft und Energie hat ausgerechnet, der Ausstieg aus der Braunkohle kostet 70 Milliarden Euro. Ich glaube, diese Zahl reicht bei Weitem nicht. Sie wird doppelt so hoch sein. Herr Kollege, erlauben und deswegen, Sie? Erlauben? Später. Und deswegen ist es eine Frage der Vernunft und der Redlichkeit, wenn wir über das Thema Braunkohle so reden, wie es nach Technik und Volkswirtschaft notwendig ist. Wir brauchen diesen heimischen Energieträger, damit die Energiekosten nicht durch die Decke gehen. Und wir brauchen den Ausbau der Erneuerbaren nur in dem Maße, wie sie auch vom Verbraucher verbraucht werden können. Und diese Produktion auf Teufel komm raus muss endlich ein Ende haben, meine Damen und Herren. Und für die Frage, wie das sich auf die Menschen in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier auswertet, muss man ganz klar sagen, die Leute in Trebendorf, in Schleife, in Rhone wollen als allerletztes diesen Demotourismus, der für das Wochenende jetzt angekündigt worden ist. Und jeder, der dahin fährt und sagt, wir beobachten das, der soll ganz genau beobachten, ob diejenigen, die da kommen, sich anständig verhalten, ob sie sich an Recht und Gesetz halten oder ob sie Gewalt gegen Sachen und Menschen anwenden, so wie das häufiger bei solchen Demonstrationen der Fall ist. Und was man im Internet liest an Aufforderungen, gegen Vattenfall-Mitarbeiter vorzugehen, auch privat ihre Autos anzugreifen, sich zu merken, wo die Leute wohnen, das ist nicht anständig. Und wenn man in einem Antrag zu dieser Demonstration sich bekennt und sagt, da fahren wir hin, dann ist das Mindeste, dass man diesen Punkt ganz klar und dezidiert benennt. Ich sage Ihnen deutlich, diejenigen, die zu uns in die Lausitz kommen, um dort Menschen anzugreifen oder Dinge zu beschädigen, die sollen sich auf einen längeren Aufenthalt in der Oberlausitz einrichten. Die letzten, die vor 3 Wochen da waren, sitzen jetzt noch in der Justizvollzugsanstalt. Und ich finde das genau richtig. Bei uns wird mit aller Härte des Gesetzes gegen solche Kriminellen vorgegangen, meine Damen und Herren. Wir haben in unserem Antrag, in diesen Anträgen auch das Thema Lausitzer Mitteldeutsche Braunkohlevereinigung, also LMBV. Die Frage, wie geht es mit der zukünftigen Renaturierung und dem Strukturwandel um? Und da sind 2 Sachen ganz wichtig. Wer über Strukturwandel redet, dem muss die Größe der Aufgabe klar sein. Das ist in diesen Anträgen an keiner Stelle irgendwo geschrieben. 700 Millionen Euro, 700 Millionen Euro gibt Vattenfall in der Lausitz jedes Jahr an Kaufkraft in die Region. Damit sind nicht die Mitarbeiter gemeint, die im Kraftwerk arbeiten oder in der Grube arbeiten, sondern da sind Aufträge in die Region gemeint. Wer Strukturwandel meint, der muss einen Ersatz für 700 Millionen Euro Kaufkraft schaffen, was beim Bäcker, beim Fleischer, in der Kfz-Werkstatt überall gebraucht wird, ankommt. Und wenn wir wollen, dass die Region wirklich eine Chance hat, dann geht es um 700 Millionen Euro pro Jahr. Und es ist klar, wenn man diese Zahl sagt, dass das nicht von heute auf morgen, dass das mindestens 30, 40 Jahre braucht, wenn diese Region nicht vor die Hunde gehen soll. Und deswegen ist unser Ziel eine Planungssicherheit für den Investor, ja, aber vor allen Dingen für den Menschen in der Oberlausitz und in Brandenburg, dass sie sich auf diesen Strukturwandel eingestehen können. Und wir stehen dafür. Und deswegen setzen wir uns dafür ein. Wir setzen uns auch für das 6. Verwaltungsabkommen für die Braunkohlerenaturierung an.
Die Verwüstung, von der hier die Rede war, meine Damen und Herren, die ist in der DDR passiert. Und zwar in einer wirklich unmöglichen Art und Weise. Die DDR hat Raubbau an der Natur betrieben, wie es schlimmer nicht sein könnte. Das, was wir heute erleben, ist ein Landschaftsverbrauch, der anstrengend ist. Der ist, wenn man ihn sieht, auch nicht schön. Aber er wird von den Menschen in der Region getragen, weil sie wissen, sie leisten etwas für dieses Land. Und er ist notwendig, damit es tatsächlich auch wirtschaftlich in dieser Region weitergeben kann. Und deswegen sage ich deutlich, hören Sie auf zu polarisieren. Stellen Sie sich den wirtschaftlichen, aber auch den ökologischen Notwendigkeiten und betreiben Sie keine Politik im Wolkenkuckucksheim. Herr Kretschmer, jetzt keine Zwischenfrage mehr. Gut, nicht mehr. Dankeschön, Herr Kollege Kretschmer. Letzter Redner in dieser lebendigen Debatte, Ulrich Frese für die SPD.